wie man dich so noch so schlecht versuchst, wie du dich zu verstecken. Was geht ab, Raffaelos Rays? Back, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Leute, ich sitze hier auf dem nicht Beichtstuhl, sondern Beichtbett heute mal. Denn ich stelle mich euren Gerüchten, beziehungsweise Gerüchte, die über mich existieren und kursieren in eurem Fan-Universum. Da sind auf jeden Fall, glaube ich, einige krasse Sachen rausgekommen. Mir ist das Video einfach jetzt schon krass unangenehm, weil ich glaube, dass da richtig fiese Sachen stehen. Der Julian ist übrigens hier, mein Ehrengast heute. Der Hallo. Hat sich nämlich ein paar Fragen rausgesucht, beziehungsweise wird halt jetzt einfach durch Instagram scrollen und die Gerüchte da für mich raussuchen. Und ein paar Nachrichten versenden. Also schaut alle ins Postfach, ob irgendeine Nachricht von mir drin ist, dann ist der Julian. Weil du nicht antwortest, oder was? Das wäre zum Beispiel... Das wäre der erste Vorwurf. Also, ja. Das wäre direkt ein Gerücht. Warte, einer hat es geschrieben, ja, dass du nie in deine DMs schaust. Das ist falsch. Nein, ja, ich kann es immer so richtig professionell immer falsch oder richtig sagen, dann kommt hier so... Richtig professionell. Wieder Profi am Start. Ich glaube, ich verbringe wirklich nirgendwo mehr Zeit als in meine DMs. Das hört sich ziemlich traurig an. Es ist auch sehr traurig. Also ich antworte auf sehr wenige DMs, aber ich lese wirklich sehr, sehr viele. Also könnt ihr mir eine Beleidigung schreiben und gucken, ob es... Das geht jetzt gerade in eine ganz falsche Richtung. Du sollst mega arrogant sein, hat Babygirl gehört. Ich schwöre dir. Oh, ah, okay. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so, ich mag keine Tomatensuppe oder so, solche Gerüchte. Das kannst ja eigentlich du beantworten. Das kann ich ja nicht selber beantworten. Jetzt mach das auf, Kollege. Ich glaube, du gibst dich manchmal schon so ein bisschen posermäßiger, aber du bist ein ganz lieber Typ, der nichts mit Arroganz zu tun hat, würde ich behaupten. Findest du dich selbst arrogant oder was? Nee, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das stimmt wirklich so, weil bei Instagram, ich poste halt voll gerne zum Beispiel Fotos, wo ich eine Sonnenbrille auf habe. Ich liebe es, Fotos zu machen, aber ich sollte vielleicht echt öfter lächeln. Das stimmt. Das mache ich ein bisschen wenig, aber jetzt nicht aus irgendeinem Grund oder so, dass ich da eine besondere Absicht dahinter habe. Dein nächstes Bild, was du hochlädst, da lächelst du. Deal. Folgt mir auf Instagram, dann könnt ihr mich lächeln. Aber richtig krass musst du da lächeln. Ja, ich glaube, alles bei Instagram bin ich halt eher so der Coole von den Fotos und bei YouTube lache ich halt die ganze Zeit. Und ich glaube, diejenigen, die mich nur von YouTube kennen, die finden es vielleicht dann erstmal ein bisschen arrogant, aber das ist auf jeden Fall nicht meine Absicht. Ich lese wirklich nur vor, ne? Einer schreibt, dass du adoptiert bist. Dass ich adoptiert bin? Kann es sein, dass meine Mutter das geschrieben hat? Die hat nämlich auch Instagram. Ich würde sagen, ich rufe einfach mal meine Mutter an und frage, was da los ist. Hallo? Hi, ich bin's. Hallo, Schatzi. Wir müssen ein bisschen leise machen, weil wir gucken gerade Voice Kids. Ja, Schatzi. Bin ich adoptiert? Was? Ich würde dich sofort aus jedem Supermarktregal pflücken und ich würde dich auf jeden Fall adoptieren. Auf jeden warte, Fall. Warte, warte. War das ein Ja? Ich bin natürlich super, super, super stolz, dass du... Das klingt wirklich unser Sohn bist. Okay, tschüss. So, schön. Das klang jetzt irgendwie so. Ich hab was voll Liebes gesagt. Das klang jetzt irgendwie so, als würde sie um heißen Brei reden, als würde sie mir nicht die Wahrheit anvertrauen wollen. Du bist mit Mona zusammen. Das haben ganz viele geschrieben. Unabhängig von dem Video jetzt, wo ich euch ja drauf aufgefordert habe, kriege ich so, so viele DMs, wo die Leute mich fragen, ob ich mit Mona zusammen bin. Ja, wir machen weiter. Nee, bin ich nicht. Also wie gesagt, ich lese es nur vor und ja. Die aufbauende Frage, die danach steht, ist, hab mal irgendwo gehört, dass du schwul bist. Kann ich auch mit Nein beantworten. Bist du denn Julians Bruder? Das denken so viele Leute, aber ich habe eigentlich auch schon voll oft gesagt, dass das nicht stimmt. Ich bin der Cousin von Bibi. Aber voll viele Leute sagen immer, wir sehen aus wie Brüder. Ja, das wäre eine heftige Inzuchtgeschichte. Ich wollte gerade sagen, wenn ich der Cousin von Bibi bin und trotzdem mein Bruder, was wären wir da? Auf jeden Fall doppelt verwandt. Schreibt in den Kommentaren, was für eine Kreuzung wir dann wären. Du heißt im Vornamen eigentlich gar nicht Raphael. Das stimmt sogar. Ich heiße Nikolas Aaron Raphael Neugert. Aber Raphael ist halt mein Rufname. Immer schön beim Reisen. Man weiß nie, welchen Namen man beim Raphael angeht. Ja, ey, das fuckt so ab. Aber meine Eltern wollten damals, dass man schöner singen kann, den Namen. Raphael Nikolas Neugert klingt irgendwie komisch. Und Nikolas Aaron Raphael Neugert kann man schöner singen. Kannst du bitte mal deine Mutter nochmal anrufen? Die soll das mal singen. Die Arme. Die will einfach nur Voice of Kids schauen. Du hast eine Freundin und die ist schwanger. Das ist eine Info, die wusste ich auch noch nicht. Du hast ein Kind, sagt jeder aus meiner Klasse. Hä? Ich schwöre, das ziehe ich mir nicht aus dem Po. Das schreiben mehrere. Wie kommt ihr darauf? Voll viel... Deine Mutter ruft an. Meine Mutter ruft an. Ich mach dich jetzt Sorgen. Hallo. Raphael, hallo, hast du mich jetzt etwa in dein Video gebracht? Ich glaube, da hast du dich selber reingeritten. Jetzt hör auf, nein! Das machen wir jetzt nochmal. Nein, Mama. Hier bei Rayfox ist nichts fake. Das muss alles authentisch sein. Aber schön, dass du nochmal anrufst, weil wir wären direkt schon bei der nächsten Frage. Und zwar, kannst du mal meinen vollen Namen singen? Nikolas Aaron Raphael Neugart. Also standet ihr wirklich so bei der Geburt da, als ich da rausgeflutscht bin und hab dann da gesungen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass man mich schön singen muss, meinen Namen? Nikolas
Danke. So. So, damit wäre das dann auch geklärt. Also sing gerne mal alle meinen Namen und schick's mir auf Instagram. Jetzt ruft deine Mutter schon wieder an. Was ist denn hier los? Ich habe eine ganz komische Mutter. Hey Junge, du machst mich fertig. Ich kann viel schöner singen, ja? Nicola. So, wir machen weiter. Meine Mutter steht jetzt noch heute bis 1 Uhr nachts im Wohnzimmer und singt meinen Namen. Du warst mal ein Jahr lang im Ausland. Haha, 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 ha. Das stimmt leider nicht. Ich wollte als Kind schon immer im Ausland leben. Ich wollte sogar, ich habe mich damals in der Schule immer dazu beworben, dass ich so ein Auslandsjahr machen kann. Das stimmt nicht. Gut, wir machen weiter. Du warst schon mal vor Gericht, aber schon mit Haar. Das stimmt. Ich war nicht der Angeklagte, das ist nämlich der springende Knackpunkt. Ich bin da fein raus aus der Sache. Aber es war ein krasses Gefühl. Mit der Schule haben wir so einen Ausflug gemacht, nochmal bei einer echten Gerichtsverhandlung. Oh, deine Mutter ruft schon wieder an. Jetzt lass sie es doch einmal singen. Ja? Nikola, so neckig, so sweet. Aaron, offen und mit vollem Sound. Und darf ich auflegen? Die hat echt Langeweile. Du hast sehr viel von deiner Mutter, merke ich immer. Dass du durch Bibi und Julian mit YouTube und Instagram angefangen hast. Das ist eine dreiste Lüge. Das Lustige ist, ich kann mich noch genau an die Situation erinnern. Wir haben nämlich beide fast zum selben Zeitpunkt angefangen, ohne dass wir es voneinander wussten. Da hat die Bibi nämlich einen Facebook-Trailer damals von mir nämlich aus Zufall gesehen, den ich eben auf mein Profil hochgeladen habe. Und da war ich im Praktikum und bin gerade mit dem Bus nach Hause gefahren. Da hat die mich angerufen, so voll begeistert, und gesagt, was, ich habe gerade gesehen, du machst auch YouTube. Kann ich mich noch krass an dieses Gespräch erinnern. Was, ja stimmt, da haben wir sogar gleichzeitig fast angefangen, ne? Ja, also ich glaube, ihr habt irgendwie 3 Monate früher angefangen. Da hatten wir aber auch noch nicht so viel Kontakt. Ich hab's auch gar nicht mitbekommen. Ja, aber dein Instagram war voll für den Arsch. Du hast ein Bewerbungsfoto oder so da hochgeladen. Ja, Instagram habe ich damals eigentlich nur gemacht. Unser Bild, wie du neben so einer Kuh standst. Boah, da bin ich immer noch stolz drauf, Leute. Schaut euch das Kuhbild an. Da ist der Link in der Infobox. Du hast 1 Milliarde auf dem Konto. Boah, Milliarden auf dem Konto. Vielleicht ein Cent. Wobei, nee, 1 Milliarde Cent wären ja dann 10 Millionen Euro. Nee, habe ich leider nicht. Kauft mein Merch. Ich habe noch nicht mal Merch. Bibi und Julian haben mal gesagt, dass du deinen Müll bei ihnen immer rumliegen lässt. Das ist eine dreiste Lüge. Ach komm. Alter, auf! Haben wir dir das nicht sogar mal zugeschickt? Das war ein Punkt in meinem Leben, den ich bis heute bereue, ist nämlich, als ich in eurer Küche gemütlich saß und eure Mikrowelle angezündet habe. Habt ihr mein Wasser? Es brennt gerade. Echt jetzt? Es brennt wirklich gerade. Scheiße! Was ist dein Ernst? Auf jeden Fall habt ihr dann als Rache mir so ein fettes Paket nach München geschickt. Da waren verschimmelte Sachen drin, da waren Klamotten drin. Das ekligste war, das war der Müll vom Nachbarn. Boah, Junge, kommt da Gestank raus! Der Müll vom Nachbarn, da ist mir eine Ratte entgegengesprungen, Ach, Leute. Ach komm, hör auf! Ja, das habe ich übrigens alles live auf Instagram damals geöffnet. Ich hatte 50.000 Schimmelporen in meiner Nase, als ich das geöffnet habe. Die Sophie sagt, dass du voll der Fuckboy bist und keine Beziehung willst. Was sagst du dazu? Du bist ein ganz lieber Kerl. Ich bin, glaube ich, das krasseste Gegenteil von einem Fuckboy. Ich bin ein Beziehungsboy. Ja, ich bin nicht der Mensch, der irgendwie so mega schnell mit Mädel was anfängt und dann irgendwie wieder abhaut. Du und Flo seid nicht mehr befreundet. Richtig. Grüße gehen raus an Flo, der Arme. Nee, Spaß. Ich glaube, er hat so 50% der Freundschaft gekündigt. Letztens, wo ich ihn geprankt habe. Wir sind auch sehr, sehr, sehr gute Freunde und verstehen uns mega gut. Allerdings sehen wir uns halt nicht mehr so viel wie damals, weil er ist ja noch angestellt in München. Also der hat dann einen Beruf. Anders als ich. Ich bin einfach nur arbeitslos und lade Videos hoch. Und ist deswegen halt natürlich viel, viel öfter in München und kommt jetzt nicht so oft nach Köln hoch. Die Nati 205 schreibt, dass du bei Bibi und Julian wohnst. Also nein, aber wir haben ja schon mal drüber geredet. Eigentlich so vorstellen könnten wir uns das schon. Dass dein Bart echt nicht gut aussieht. Da kränkt ihr mich wirklich in meinen Gefühlen. Seitdem ich ein bisschen hier Unkraut wachsen lassen habe, lese ich nichts anderes mehr in den Kommentaren. Ihr müsst dem Raphael was Nettes schreiben. Ihr müsst ein bisschen selbst rausgehen. Weil 20.000 Likes. Ja, Leute, seid nicht so streng mit mir. Ich hab mir abrasieren 20.000. Schau mal, ich hab mir so einen Bartrolle. Likes macht ihr den Bart ab. Stimmt es, dass du Stress mit der Polizei hattest? Ja, immer so Kleinigkeiten hatte ich schon manchmal. Nichts Schlimmes. Also wie gesagt, ich war ja noch nie vor Gericht oder so. Einmal, das war ganz lustig, das habe ich auch auf Instagram mitgefilmt. Da habe ich mich nämlich bei meinem alten Auto ausgesperrt und dann bin ich zum Baumarkt gelaufen und habe mir so ein Brecheisen geholt und habe das vor dem McDonald's versucht dann aufzubrechen. Und die Leute, die da im McDonald's gesessen sind, die haben die Polizei dann gerufen. Dann kam Ach, das hast du dir doch ausgedacht. Ich habe das gefilmt, ihr könnt das auf Instagram sehen. Die Chantal sagt, sie hat gehört, dass du mal ein Dreier mit 2 Fans im Urlaub hattest. Ja, also,
Nee. Du freust dich auf Bibi und Julians Ferienhaus. Ja, da werde ich mich heftig einnisten. Du bist Halbrusse. Ja, das ist falsch. Ich habe polnische Wurzeln. Polnische oder polnische? Polnische. Man merkt, wie intensiv die ausgeprägt sind. Ey, du bist ein Pornostar. Ich bin ein Pornostar. Ja, da habt ihr was aufgedeckt, was eigentlich geheim bleiben sollte. Du hattest schon mal ein Kind von einem One-Night-Stand. Oh ja, das ist ein Thema, was eigentlich auch geheim bleiben sollte. Du sollst angeblich sehr klein sein. Das ist auch wieder eine dreiste Lüge. Das liegt nur daran, dass wenn ich neben dir stehe, sehe ich aus wie ein Zwerg. Der Julian ist halt ein laufender 3-Meter-Stab. Ach komm, ich bin 1,85. Ja. Ich bin 1,76. Aber mit 1,76 ist man da klein? Ich glaube, ich bin Durchschnitt. Deine Haare sind fast gar nicht mehr echt. Was soll denn das heißen? Klar sind die echt. Also die Farbe ist Soll ich mal dran ziehen? Nee, lieber nicht. Boah, wäre das peinlich, wenn jetzt so eine Perücke abfällt. Dass Bibi und du nicht verwandt seid und ihr das nur wegen den Klicks macht, habe ich gehört. Ja, also ist mir auch schon aufgefallen, dass die Bibi sich so ein bisschen an mir hochziehen will. Ich kann euch gerne mal hier ein Kinderfoto von uns reinblenden. Quatsch, Leute, wirklich. Wie gesagt, wir haben beide mit YouTube angefangen und wussten noch nicht voneinander, dass wir damit anfangen. Aber wir unterstützen uns natürlich gerne. Mega geile Frage. Du warst schon mal im Gefängnis, danach warst du bei Dagi und dann hast du mit ihr geschlafen. Was? Also ihr habt echt eine sehr, sehr geile Fantasie. Was habt ihr denn für Gerüchte von mir? Ich habe gehört, dass deine Videos nur Fakes sind. Ich habe der Person verklickert, dass das nicht der Fall ist. Verklickert? Sagt man das heute noch? Du bist ein Ehrenmann, dass du deinen anderen Mitschülern verklickert hast, dass das nicht so ist. Würde ich auch behaupten. Fakes sind meine Videos nicht, außer ich mache halt so einen Sketch, ne? Also ich habe letztens den Allmann gespielt und da habe ich natürlich eine Rolle gespielt. Das war auch für den Allmann schämt der Ray für sich ein bisschen. Ja, es war sehr peinlich. Ja. Wenn andere Leute dabei sind, dann hole ich immer den Allmann raus. Das, wirklich, da sehe ich aber auch aus wie der größte Allmann und da schäme ich mich ein bisschen für. Die letzte Frage war, dass alle Leute Raphael Neugart auf Instagram folgen sollen. Ach ja. Ich wette, du hast meinen Namen rausgepiepst und deinen reingesetzt. Ja, sowas würde ich nicht machen. So, liebe Freunde, das ist doch ein Unterstrich. Muss ich ein bisschen an dir hochziehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es gerne einen Daumen nach oben, mit mich riesig freuen. Ich bin echt überrascht, was für kranke Gerüchte von mir darum kursieren. Ihr könnt gerne auch noch ein Gerücht in die Kommentare schreiben, was ich muss runter, die Bibi muss die Emmy aus dem Stuhl heben. Stimmt, und ihr habt ja Kinder, ja. Gerne kostenlos abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ist natürlich kostenlos. Und ich würde sagen, wir sehen uns selber schon wieder im nächsten Video. Haut rein, ihr Lieben, und ciao!